Parlamentsgespräch im Landtag Nordrhein-Westfalen. Der Landtag Nordrhein-Westfalen ist der Ort, an dem die zentralen landespolitischen Debatten geführt werden. Daher ist es wichtig, dass er auch über gesellschaftlich relevante Themen diskutiert, die weit über die parlamentarisch-politischen Auseinandersetzungen hinausgehen. Im Parlamentsgespräch geht es darum, wie wir heute und in Zukunft zusammenleben. Das Parlamentsgespräch. Heute mit dem Thema Demokratie in unsicheren Zeiten. Ausnahmezustand als Dauerzustand? Die Jahre der Corona-Pandemie mit all ihren Folgen, Russlands fortdauernder Krieg in der Ukraine, die höchst angespannte Lage im Nahen Osten, der Klimawandel mit allen bedrohlichen Konsequenzen, dazu eine hohe Inflation, steigende Kosten in nahezu allen Lebensbereichen, vielfache Unsicherheiten in der Versorgung mit Energie und weiteren Ressourcen. Das sind nur einige der vielen Herausforderungen unserer Zeit. Sie erwecken in ihrer Summe schnell den Eindruck einer kaum mehr zu überblickenden, multiplen und sich immer weiter verschärfenden Krise. In dieser, so scheint es, gerät auch die Demokratie selbst immer stärker unter Druck. Von innen wie von außen, durch die vielen Feinde der freiheitlich-westlichen Lebensweise, durch Vertrauensverluste in ihre Fähigkeiten zur Problemlösung, durch extreme Verschiebungen im Parteiensystem, nicht zuletzt auch durch einen sich weiter verschärfenden Ton in der Debattenkultur. Viele sagen inzwischen, die Demokratie sei in diesen Krisenzeiten selbst in der Krise. Dagegen jedoch steht die Ansicht, jetzt zeige sich das Wesen der Demokratie, auch großen Dissens auszuhalten, Widersprüche zu ertragen und sich neuen politischen Herausforderungen zu stellen. Befindet sich unsere Demokratie aktuell also in einer Ausnahmesituation? Oder ist dies ihr Dauerzustand, den es schon immer gab? Das Parlamentsgespräch fragt nach Antworten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir haben es gerade gehört, in der Veranstaltungsreihe der Parlamentsgespräche haben wir bereits zahlreiche Fragen aufgegriffen, die unsere Gesellschaft im Hier und im Jetzt auf ganz unterschiedliche Art und Weise prägen und die eben häufig nicht mit dem für Landtagsplenardebatten üblichen geltenden Redezeitmodell von 5 Minuten je Fraktion diskutiert werden können. Heute Abend geht es um den Zustand unserer parlamentarischen Demokratie. Wie steht es um ihr Wesen angesichts der vielfachen Krisen und Herausforderungen dieser bewegten Jahre? Und was können oder müssen Bürgerinnen und Bürger beitragen zu einer starken und widerstandsfähigen, zu einer zukunftsfesten Demokratie, gerade in Zeiten wie diesen, in denen eben die Sicherheiten vergangener Jahrzehnte mehr und mehr neuen Unsicherheiten weichen? Mich persönlich und sicherlich auch viele von Ihnen, die heute Abend hier sind, bewegen diese Fragen Tag für Tag. Unsere parlamentarische Demokratie ist die unverzichtbare Grundlage für Frieden und Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, für soziale Marktwirtschaft und Wohlstand, für ein Leben und Zusammenleben in Vielfalt. Und das macht dieses Jahr mit dem 75-Jahre-Jubiläum des Grundgesetzes einmal mehr bewusst. Umso mehr müssen uns die aktuellen Herausforderungen, mit denen demokratisches Handeln und Entscheiden konfrontiert ist, auch besorgen. Ein erstarkender Populismus, Hass und Hetze gegenüber politisch Engagierten, eine zunehmende, schwierige Aufgabe, echte von gefälschten Informationen zu unterscheiden. Die Angriffe auf die Demokratie, auch mit Waffengewalt und vieles mehr. Der Filmeinspieler hat uns eben die Bandbreite der Herausforderungen schon ganz gut dargestellt. Eine heute von der Bertelsmann-Studie vorgestellte internationale Untersuchung der 137 Entwicklungs- und Schwellenländer legt offen, nur noch 63 dieser Staaten werden demokratisch regiert. Autokratien, die auf Repression setzen und Rechte aushebeln, nehmen also zu. Und der Rückgang der Demokratien drückt sich auch in verschiedenen Zahlen aus. In den 63 demokratisch regierten Ländern leben 3 Milliarden Menschen.
In den 74 autokratisch regierten Ländern leben 4 Milliarden Menschen. Und der Rückgang der Demokratien unter Entwicklungs- und Schwellenländern hat dieser Analyse zufolge auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und insbesondere auch auf Ungleichheit und auf Armut. Beispielsweise in vielen dieser Länder, 83, herrscht eine massive soziale Ausgrenzung. Und wenn die Studie ausführt, dass, zitiere, zu keinem anderen Zeitpunkt in den vergangenen 20 Jahren so wenig Staaten demokratisch regiert werden wie heute, dann zeigt das sehr, sehr deutlich die Rahmenbedingungen auf. Und so gibt es auch mit Blick in die Literatur nicht wenige Befunde, die da lauten, von einer demokratischen Regression oder von einer Entdemokratisierung der Demokratie sprechen. Also die Frage, befindet sich die Demokratie im Ausnahmezustand? Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend miteinander diskutieren und dass ich dazu zwei prominente und höchst versierte Gäste zu unserem Parlamentsgespräch begrüßen darf. Sie ist die Chefredakteurin des Zweiten Deutschen Fernsehens, leitete über viele Jahre das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin und Pünktchen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern ist sie auch als frühe Moderatorin des Heute-Journals und vor allem natürlich aus jeder ZDF-Wahlsendung sehr bekannt und willkommen. Herzlich willkommen hier heute im Landtag, Bettina Schausten. Mit seiner Vita ist er ein Urgestein der deutschen Sozialdemokratie. Ich kann hier nur wenige Stationen aufzählen. Er war Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen und des Deutschen Bundestages. Er war Landesminister, er war Bundesminister, er war Landesvorsitzender und Bundesvorsitzender seiner Partei, Vizekanzler und Pünktchen. Jüngst hat er einen Gedichtband mit seinen Sichtweisen aufs Leben veröffentlicht und darin schreibt er unter anderem: Wir brauchen Kompromissfähige, die gibt es. Und gute Kompromisse, die gibt es auch. Wir brauchen beide in der Überzahl. Ich bin sehr dankbar für seinen heutigen Besuch. Herzlich willkommen im Landtag, Franz Müntefering. Und ein Parlamentsgespräch ohne Sie wäre für mich nicht vorstellbar. Wir kennen und schätzen Sie und Ihre Beiträge als Korrespondentin beim Deutschlandradio und als Nachrichtenredakteurin für die Aktuelle Stunde im WDR-Fernsehen. Danke, dass Sie uns auch heute durch den Abend führen und ein herzliches Willkommen, Vivien Loy. Danke. Uns allen wünsche ich nun einen erkenntnisreichen Abend und anschließend einen guten Austausch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, André Cooper. Vielen Dank an den Landtagspräsidenten und Gastgeber des heutigen Abends. Zu diesem tatsächlich, Sie haben es anhand der Studie klar gemacht, aber es ist auch seit Wochen ein aktuelles Thema, Demokratie in unsicheren Zeiten. Für die Demokratie sind auch hier 100.000 Menschen in Düsseldorf tatsächlich auf die Straße gegangen und dennoch ist es etwas, worüber wir heute eingehender noch sprechen wollen, abseits dieser Vorkommnisse, die es letzten Herbst gab und dann mit den Veröffentlichungen im Januar, wollen wir einfach fragen, wie ist denn der Zustand unserer Demokratie? Und da habe ich auch mal in die Statistik geguckt und tatsächlich war es auch eine Befragung der Bertelsmann Stiftung, die herausfand, jüngst erst mehr als jeder zweite junge Erwachsene, das sind 18- bis 30-Jährige, vertraut der Regierung nicht. Und 45% misstrauen auch dem Parlament, also dem Haus, in dem wir heute hier abends sitzen. Zugleich hat die Mehrheit der 18- bis 30-Jährigen allerdings Vertrauen in die Demokratie. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Befragungen der Monate zuvor, zum Beispiel der Friedrich-Ebert-Stiftung, und die zeigen allesamt, beim Thema Demokratie stellt sich offenbar hierzulande nicht die Frage, ob, denn die allermeisten wollen sie und wollen sie auch weiterhin, aber es stellt sich offensichtlich die Frage, wie.
Und insofern, Herr Müntefering, steigen wir da ein. Beim Zustand der Demokratie, wie groß sind da Ihre Sorgen? Ich sage zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung und für das Thema Demokratie. Sorgen muss man sich machen, das ist schon klar. Aber wir müssen auch ganz realistisch reden, auch nüchtern. Alles ist immer in Veränderung. Die Vorstellung, die Demokratie und ein Zusammenleben bliebe immer so, wie es ist, wäre von Anfang an falsch. Das heißt, wir sind immer in permanenter Veränderung und wir müssen uns immer wieder darauf einstellen. Entscheidend ist, dass die Grundüberzeugungen von Demokratie, dass sie dabei nicht kaputt gehen, sondern dass man da an der Stelle aufmerksam bleibt und dafür sorgt, dass sie gesichert sind. Eben bei der kurzen Einführung von Herrn Präsidenten war ja schon klar, man kann das ganze Thema als ein nationales, ein deutsches Thema ansprechen. Man kann das europäisch ansprechen, was wir auf jeden Fall tun sollten. Man kann es auch als Weltthema ansprechen. Das wird wahrscheinlich unsere Möglichkeiten hier sprengen. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen, wie man sich dem Thema nähert. Auf jeden Fall ist klar, das Wort Demokratie hat immer noch einen guten Klang auf der Welt insgesamt. Selbst die größten Gangster lassen sich dann noch demokratisch wählen. Wir haben das gerade in Moskau erlebt. Ja, das ist doch lächerlich, was da stattfindet, wenn man das als Demokratie darstellt. Sie wollen alle als Demokraten gelten. Und wir müssen gucken, dass wir uns durch so etwas die Essenz von Demokratie nicht kaputt machen lassen. Ob wir eine unsichere Situation haben, das weiß ich gar nicht. Ich würde da nicht so lange drauf rumreiten. Das werden wir erst sehen, wenn wir das Ganze hinter uns haben. Dass bei Veränderungen, die da sind, immer auch Demokratie sich mitverändern muss, das ist wichtig. Dazu müssen wir auch bereit sein. Das heißt, Sie dürfen nicht sagen, die Demokratie war vor 20 Jahren so, es muss das alles so bleiben. Und wenn das nicht bleibt, dann ist es gescheitert. Das ist so nicht, sondern wir müssen die Veränderungen, die wir erleben, in der Welt, im Land selbst mitnehmen dabei und dafür sorgen, dass die Demokratie da bei uns in Deutschland, aber auch in Europa ihren Wert behält. Und bevor wir auf Veränderungen genauer schauen, Essenz von Demokratie, sagten Sie gerade. Was ist denn für Sie die Essenz? Als wir das neue Grundgesetz bekamen nach dem Krieg, es waren 65 Personen, die in dem parlamentarischen Ausschuss gesessen haben. 4 davon waren übrigens Frauen. Und die 4 haben durchgesetzt, Männer und Frauen sind gleich viel wert. Ganz klar. Also so begann das damals. Und wir haben das Grundgesetz anders aufgebaut, als die Weimarer Verfassung gewesen ist. Die Weimarer Verfassung begann beim Staat und hat die Demokratie als etwas Organisatorisches beschrieben. Bei dem neuen Grundgesetz, was wir dann bekommen haben, war das aber anders. Der Artikel 1 beschäftigt sich mit den Grundwerten von Demokratie, mit den Werten. Demokratie hängt zum Teil an der Frage, wie organisiert man es, aber sie hängt vor allen Dingen an der Frage, welche Werte verbinden sich damit und wie gesichert sind die. Und die Werte, die da aufgeschrieben wurden, war erstens Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Kennen wir alle den Satz? Wenn wir ihn ernst nehmen, wissen wir, wo die Grenze sein muss, auch bei uns jetzt im Land, wenn wir über Demokratie sprechen, wenn wir mit Menschen umgehen. Da steht auch, dass wir ein demokratischer und sozialer Bundesstaat sind, dass die Länder und die Kommunen eine Rolle spielen, aber auch der Bund eine Rolle spielt. Auch das steht im Grundgesetz drin. Und da vorne stehen die Werte beschrieben und diese Werte, die demokratischen Werte, sind das Entscheidende. Da steht auch, dass die Parteien bei der Willensbildung des Volkes mitwirken. Dass sie mitwirken dabei und dass man in die Parteien reingehen kann. Und dass Parteien, die das missbrauchen und die Demokratie feindlich sind, dass die nötigenfalls auch vom Bundesverfassungsgericht, das muss entscheiden, verboten werden können. Ich rufe nicht dazu auf, das aus aktuellem Anlass hier zum Gegenstand zu machen, aber ich will doch sagen, das ist etwas, was als Gebot in unserer Verfassung steht. Wir können alle sehr unterschiedliche Meinungen haben und wir können alle miteinander kämpfen um den Weg, den wir zu gehen haben.
kann ruhig gestritten werden, das kann auch ruhig hart zugehen, aber es muss klar werden und sein, dass die Essenzen von Demokratie dabei nicht kaputt gehen und dass Parteien oder Gruppen, die ganz gezielt auf eine Schwächung der Demokratie hinarbeiten, nicht verfassungskonform sind. Und wenn das Bundesgericht das feststellt, hätte das auch Konsequenzen. Man muss jedenfalls die Offenheit für eine solche Möglichkeit sich auch lassen, mit aller Deutlichkeit auch ansprechen. Frau Schausten, Sie beobachten Politik und Gesellschaft tagtäglich. Teilen Sie die Analyse und wo liegen da Ihre Sorgen oder welche Entwicklungen bereiten Ihnen Sorgen? Also ich glaube, die Deutschen neigen ohnehin dazu, dass sie immer finden, dass gerade ihre Zeit die herausforderndste ist und die schwierigste ist. Und es ist ohne Zweifel auch so, dass es in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir mal nur Jahren ja auch schon herausfordernde Krisen gab. Also ich erinnere mich jetzt nun aus meiner Berichterstattung der letzten Jahre an die Finanzkrise, die europäische Schuldenkrise, wo wir darüber diskutiert haben, dass Europa auseinanderbricht. Also da war schon auch viel Alarmismus immer. Sodass, glaube ich, das Krisenempfinden auch etwas ist, was zum Menschen dazugehört. Ich sehe allerdings schon, dass unser Land, die Demokratie, die Herausforderungen groß sind und auch unter Druck stehen. Die Demokratie unter Druck steht. Das hat auch etwas, nicht nur mit den großen Krisen zu tun, die wir auch im Einspielfilm gesehen haben, sondern hat auch etwas mit der Digitalisierung zu tun. Das glaube ich schon. Wir sind wirklich in einer Transformation, gesellschaftlich, aber auch technisch. Also es ist schon eine Veränderung unseres Lebens und zwar ein ganz grundstürzendes. Denn wir stehen jetzt ja auch noch, wenn ich das einbringen darf, noch vor einer Herausforderung, die da KI heißt. Jetzt kommt noch eine künstliche Intelligenz. Wie werden wir damit umgehen? Also das sind schon große Veränderungsprozesse, das in krisenhaften Zeiten. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, das macht unsicher, das macht Angst. Das stellen wir auch fest, glaube ich. Jede Umfrage zeigt das. Wenn man es positiv wenden möchte, könnte man sagen, was für eine Chance für uns Zeitgenossen, dass wir in diesen Zeiten leben dürfen. Das versuche ich mir manchmal vor Augen zu führen und zu sagen, das ist mal wirklich spannend, da habe ich spannende Jahre erwischt. Wie geht's wohl weiter? Aber das alles birgt natürlich, das heißt Veränderung für jeden, das heißt Verunsicherung. Wir stellen das als Medien ja auch fest, dass wir Frau Leukentas, eine News-Fatigue nennen wir das, eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit erleben, dass die Menschen sich informieren wollen und gleichzeitig wird es ihnen zu viel. Dann vermeiden sie Nachrichtensendungen zum Beispiel. Gleichzeitig werden die aber gesucht auf der Suche nach geprüfter und guter Information. Also die Herausforderungen sind schon groß. Ich glaube nur nicht, dass wir jetzt tatsächlich schon fürchten müssen, dass es mit der Demokratie zu Ende geht. Sie ist in einem Stresstest, würde ich mal sagen. Aber wir alle haben ja die Chance, jetzt daran mitzuarbeiten, dass sie umso stärker wird. Sie machen das ja tagtäglich im Programm, indem Sie nicht nur die Nachrichten liefern, sondern Sie eben auch debattieren in verschiedensten Formaten, wie andere Medien auch, oder eben auch erklären. Sie sagten Unsicherheit, Veränderung, ne, Transformationsphase, die dann eben Unsicherheit erzeugt. Dafür könnten ja Erklärungen sozusagen helfen, um da so ein bisschen wieder sich selbst verorten zu können. An welcher Stelle müssten die Menschen ansonsten jetzt außerhalb der Medien einfach mitgenommen werden, damit sie sich eben nicht so verloren fühlen? Also erstmal ist Erklärung, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Sie sprechen es an, deshalb will ich es tatsächlich auch nochmal unterstreichen. Sie haben recht, Erklärung ist in diesen Zeiten mindestens so wichtig wie Meinungen. Das ist auch wichtig, gerade der Austausch auch der Meinung. Aber Erklärung zu liefern ist zumal natürlich auch für Öffentlich-Rechtliche ein ganz wichtiger Auftrag. Was ich schon glaube, was eine große Herausforderung ist, ist in einen Modus zu kommen, in dem vernünftig gestritten wird. Sich auf vernünftige und, ich sage mal, zivilisierte Weise zu streiten.
Durch die Digitalisierung, das erleben Sie alle, zumindest in den Social Media, im Social Media Bereich, aber in den sogenannten sozialen Medien, die ja oft genug nicht richtig sozial sind, ist natürlich, hat ein Ton Einzug gefunden, da fürchtet man sich manchmal. Bestimmte Plattformen sind da auch auf einer gewissen schiefen Ebene, aber da ist natürlich, auch das haben wir kurz angesprochen gesehen, da ist ein Ton unterwegs, da kann man sich eigentlich nicht ernsthaft mit auseinandersetzen. Und es geht vor allem immer darum, Recht zu behalten, habe ich den Eindruck. Es geht nur noch darum, meine Meinung, deine Meinung, ich habe Recht. Wer setzt sich durch? Und es setzen sich dann an der Stelle meistens die Lauten durch und nicht die Leisen. Nur die Lauten haben bloß, weil sie laut sind, nicht unbedingt Recht. Das sind Entwicklungen, die kennen wir jetzt seit einigen Jahren, aber ich finde, man muss einen Weg finden, wie man wieder in einen zivilisierten Streit kommt, an dem der Austausch unterschiedlicher Meinungen im besten Fall auch zu einem Kompromiss führt und dieser Kompromiss nicht dadurch schon schlecht ist, weil es ein Kompromiss ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich mit eine große Herausforderung und auch eine für die Medien. Herr Müntefering, Sie waren jahrzehntelang Mitglied eines Parlaments, also des Hauses, wo zivilisiert gestritten werden sollte. Ist das noch so? Ist der Streit zivilisiert und vielleicht auch zielorientiert und ist vielleicht Kompromiss? Sie haben es in einem Ihrer Reime ja auch gesagt. Das wichtigere Wort als Konsens, es wird ja immer Konsens gefordert, aber vielleicht ist es ja Kompromiss. Also es ist ganz sicher so, dass in den Parlamenten, aber nicht nur da, sondern auch in den Parteien und in der Öffentlichkeit, in den Medien gestritten wird um den richtigen Weg. Und ich glaube, dass derjenige oder diejenige, die gut informiert sein wollen und sich eine Meinung bilden wollen, dazu auch Gelegenheit haben. Es gibt gute Zeitungen, es gibt gute Bücher, es gibt gute öffentlich-rechtliche. Was muss man suchen? Da muss man allerdings auch bereit sein, sich selbst Informationen zu besorgen und sich damit auseinanderzusetzen und nicht abzuwarten, wie entwickelt sich das Ganze, sondern sich selbst auch eine Meinung zu bilden. Ich sage ein bisschen höhnisch im Moment an manchen Stellen, alle haben eine Meinung, aber keine Ahnung. Es ist ganz wichtig, dass man nur, wenn man urteilsfähig ist, sich auch zu etwas äußert. Und dass man jetzt immer seine Urteilsfähigkeit prüfen muss. Ist das eigentlich das, was ich weiß? Ist das jetzt so rund, dass ich mich damit äußern kann? Und das müssen natürlich wir Politiker machen, das müssen aber auch die Menschen insgesamt machen, die sich damit auseinandersetzen. Wichtig ist bei der Demokratie aber, dass wir uns bewusst sind, sie hat drei Ebenen. Sie hat eine Bundesebene, eine politische Ebene. Sie ist aber zum Zweiten auch eine Gesellschaftsform. Und sie ist drittens eine Lebensform. Demokratie kann nicht alleine durch Staat geregelt werden, sondern es hängt sehr davon ab, neben dem Staat, der wichtig ist, was macht die Gesellschaft? Gibt es Vereine, gibt es Verbände, kümmert man sich umeinander, wie geht man eigentlich aufeinander zu, wie viel Zusammenleben gibt es eigentlich? Und drittens Lebensform. Was mache ich als Demokrat mit dem Wort, die Würde des Menschen ist unantastbar? Das ist nicht nur etwas, was man im Bundestag besprechen muss, sondern das ist was für den täglichen Umgang. Wenn ich Menschen begegne, die mir fremd sind, Hautfarbe, Sprache, was auch immer, sie unterscheidet von mir, wie gehe ich damit denn jetzt um? Das kann der Staat nicht machen. Das kann der Staat empfehlen, aber machen müssen wir das. Das müssen wir wissen, das ist die Mitverantwortung, die alle haben. Demokratie ist eben nicht nur, was macht denn der Bundestag da wieder, sind die denn noch ganz gescheit und an welchen Themen müssen die arbeiten, ist auch wichtig, muss man auch drüber reden. Aber die Gesellschaft als solche, wie arbeitet die eigentlich zusammen, wie hält die zusammen und was macht jeder Einzelne, ist von entscheidender Bedeutung dafür, ob Demokratie wirklich funktioniert. Demokratie als Staatsform, als Gesellschaftsform und als Lebensform, das müssen wir alles sehen, richtet sich an jeden von uns selbst. Und das Wort, was soll ich denn machen, die machen ja, was sie wollen in der Politik, das ist nicht die ganze Demokratie. Was machst du,
in deiner Familie, mit deinen Freunden, in der Schule, mit Bekannten, mit Nachbarn? Was macht ihr mit eurem Verein, mit anderen Vereinen? Wie sorgt ihr dafür, dass da Zusammenhang besteht? Große Probleme, zum Beispiel Einsamkeit in der Gesellschaft für viele Menschen, die allein sind, das ist nichts, was der Staat regeln kann, sondern das ist etwas, wo die Gesellschaft sich bewähren muss. Also das müssen wir auch sehen. Und wir sollten es nicht vergessen, ich will da jetzt nicht lange darauf eingehen, aber wir müssen Europa mitnehmen, einbeziehen in das, was wir tun. Das ist eine unglaubliche Chance. Und wir haben kaum noch 90 Tage bis zur Europawahl. Ich bin 1940 geboren. Und als ich 8 oder 9 war, habe doch Krieg miterlebt und wusste, dass das alles unsere Feinde sind, stand in den Zeitungen, da waren zersägte Grenzzäune dann gezeigt, dass die Franzosen und die Benelux-Länder unsere Freunde sein wollen. Unglaublich, unglaublich, dass das von Feind zu Freund ging. Und das begleitet uns und unsere Generation und mich auch immer noch, diese Zeit. Und wenn ich dann sehe, mit welchem Desinteresse und mit welcher Entfernung an vielen Stellen in diesen Tagen über Europa gesprochen wird, so als ob das so irgendwas wäre, was man auch noch irgendwie machen muss, dann ist es gut. Dieses Europa ist eine Riesenchance für eine Reihe von Ländern, die einigermaßen der Demokratie treu sind und die mitten in der Welt der Ort sind und die Region, in der am meisten an Demokratie bleibt. Wenn neben allem anderen es im November auch noch so sein sollte, dass dieser ehemalige Präsident da wieder da vorne ist, dann ist die Frage, wer außer Europa ist denn eigentlich noch in der Region, wo man sehen kann, das ist Demokratie, die kämpfen sich durch, die setzen sich auseinander, die laufen nicht weg davor, sondern die bleiben beim Staat, in der Gesellschaft und die Menschen, die da leben, der Demokratie treu. Das ist die Herausforderung, in der wir stecken und wir müssen auch als Deutschland Europa mitnehmen dabei. Wir müssen interessiert sein. Wir dürfen nicht sagen, Hauptsache wir, die anderen sollen mal gucken, wie sie klarkommen. Wir müssen den Europäern signalisieren, wir wollen mit euch zusammen diese nächste Strecke der Demokratie gehen. Dann wird das auch gelingen, da bin ich fest überzeugt. Jetzt gehe ich davon aus, dass heute Abend viele Menschen da sind, die genau solche Debatten auch hören und selbst führen wollen, die eben solche Debattenräume auch suchen. Aber Europa ist ein gutes Beispiel. Das ist für viele Menschen so schwer greifbar. Und am Ende bleibt dann die krumme Gurke, die abgeschafft wurde, oder natürlich noch ein paar andere Sachen. Aber wenn man die Menschen fragt, was ist Europa, dann ist es freie Grenzen, der Euro möglicherweise, und dabei ist das ja nochmal auf einer anderen Ebene. Aber müsste nicht die Politik das auch erklären? Genau das, was Sie gerade getan haben, also das auch sozusagen greifbar machen, damit die Menschen dann auch im Juni wissen, warum sie überhaupt da zur Wahl gehen sollen. Ja. Das Einfachste ist, wenn alle, die jetzt hier sind, in ihren Ortsverein gehen oder in einen neuen Ortsverein eintreten und da sagen, lass uns mal hier über Europa sprechen. Also die Politik macht schon einiges, sie macht nicht alles gut da an der Stelle und auch die europäische Politik macht nicht alles gut, aber wir dürfen es nicht dahin schieben nach Europa und sagen, jetzt gucken wir zu, dass er populär wäre, sondern wir müssen sagen, was wir eigentlich wollen, wie wir eigentlich damit umgehen. Wir haben ja da schon erhebliche Probleme, dass diese Sache mit der Unsicherheit ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern ich bin als junger Mensch nach Skandinavien gefahren, da haben die Jusos da den Sozialismus gelernt in Norwegen und in Schweden. Was ist daraus geworden? Wo sind die alle? Wo sind die alle? Und das ist in anderen Ländern auch so. Und deshalb ist das etwas, wo ich nochmal sage, alle sind verantwortlich dafür. Ich will das nicht wegschieben von der Bundespolitik und ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Parteien auch hochoffiziell sich sehr viel stärker in diese europäische Entscheidung hineinspielen. Das, was jetzt an Wahlen stattfindet in den nächsten 2,5 Jahren. Das ist Europa, das sind Bundesländer, das sind Kommunen, das ist die Bundestagswahl, das ist dann in 2,5 Jahren auch Nordrhein-Westfalen mit dabei. Das wird die nächsten 2-3 Jahrzehnte prägen. Das wird sie prägen, das, was da rauskommt dabei. Und wir müssen dafür sorgen, dass die demokratischen Parteien alle miteinander, die jetzt regieren, die SPD und die Grünen und die FDP, natürlich auch CDU, CSU und die Linke, das sind alles die demokratischen Kräfte im Lande, die miteinander koalitionsfähig sein müssen und garantieren, dass sie so oder so, wie immer, denn solche Wahlen ausgehen, dass die Demokratie auf jeden Fall bei uns nicht kaputt geht, sondern weitergeht. Darauf müssen wir uns alle verlassen können, untereinander.
Frau Schorsten, bei Ihnen war eben ja auch dieses Schlagwort Kompromiss gefallen. Wo gibt es denn Räume außerhalb der Debatten, die auch in den Medien dann stattfinden, wo gibt es denn Räume tatsächlich, wo Menschen sich austauschen können, auch außerhalb ihrer eigenen Blase? Herr Müntefering kriegt einen Anruf. Da wollen wir jetzt aber mithören. Sollen wir eben darauf warten, wer dran ist? Ja. früher wäre es Gerd Schröder gewesen, Herr Müntefering. Vielleicht bleiben wir einen Moment mal bei Europa. Also ich unterstreiche das alles total, was Sie sagen. Und das ist sehr wichtig, dass wir Europa wichtig nehmen. Ich fürchte nur, dass wir werden jetzt wieder einen Dämpfer bekommen bei der Europawahl und eigentlich wieder mal feststellen, dass es nicht weit her ist mit Europa. Und wenn man jetzt sozusagen auf die Diskussionen auf EU-Ebene guckt, dann hat man auch nicht so viel Anlass zu zutrauen. Die ganze Migrationsthematik bleibt schwierig. Jetzt die Frage, wie helfen wir der Ukraine, bleibt schwierig. Und wenn sich dann zumal auch noch Deutschland und Frankreich nicht einig sind, die ohne Zweifel der Motor sind, dann ist es auch schwierig. Also wenn es konkret wird, dann glaube ich, kommen wir gar nicht so richtig voran. Und weil Sie fragen, wo sind die Räume? Was mich schon beschäftigt, jetzt auch in meinem Job, ist, dass wir auf europäischer Ebene eins nicht so richtig haben, nämlich eine europäische Öffentlichkeit. Wir alle fahren in Urlaub, alle fahren nach Spanien, nach Frankreich, nach Griechenland, überall. Alle sind mobil und tauschen sich aus und die Sprachen sind eigentlich auch bald kein Problem mehr, weil wir dann alle es sozusagen parallel übersetzen können. Und trotzdem, sowas hat sich nicht wirklich ausgebildet. Wir machen jetzt auch als öffentlich-rechtliche kleine tapfere Versuche. Wir sind zum Beispiel der Sender, der eine tägliche, werktägliche Europasendung hat. Heute in Europa, gibt es seit 25 Jahren. Und das ist so ein kleines Feld, ein kleiner Raum, wo wir sowas herstellen wie eine europäische Öffentlichkeit. Wir versuchen auch in Talkshows, Marit Illner, Markus Lanz, auch eine europäische Perspektive einzubringen. Wir werden jetzt auch zur Europawahl die gleichen Foren machen, wie wir sie von der Bundestagswahl machen. Aber da wird es dann schon schwierig, weil wenn es konkret ist, sind dann auch die Probleme mal ein bisschen unterschiedlich. Und wir werden vermutlich dann im Juni erleben, dass wir schon einen gewissen Rechtsruck haben als Ergebnis der Europawahl. Und und dem werden wir uns stellen müssen. Wenn wir es dann weiterdenken und auf die deutschen Wahlen schauen, dann kommen 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland. Dann haben wir also diese Erfahrung Europawahl, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, wenn Sie erlauben, und haben dann 3 Ostwahlen. Wir wissen alle, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, überall ist die AfD sehr stark. Und so glaube ich, dass wir am Ende dieses Jahres erleben werden, dass die Wahlen des Jahres 2024 vermutlich gezeigt haben, da ist alles noch mal ein bisschen nach rechts gerückt, nicht nur ein bisschen. Ich sage das auch deshalb, weil ich gleichzeitig glaube, dass man sich davon jetzt auch nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen darf. Das ist jetzt auch ein Zusammenfall ein bisschen des Wahlkalenders. Wir werden aber sicherlich auch die Medien alle Alarm schreien und haben dann aber vielleicht im nächsten Jahr eine Hamburg-Wahl und vielleicht auch so einen kleinen Pendelschlag zurück. Mal gucken, bis zur Bundestagswahl, das kommt ja häufig. Worauf ich aber hinaus will, ist, ich bin völlig einig mit Franz Müntefering, der sagt, Demokratie sind wir alle. Und ich finde vor allem, weil die Wahlen mir so am Herzen liegen, die Leute müssen wählen gehen, unbedingt. Wenn man schaut, der Brexit, da haben die Jungen sind nicht wählen gegangen damals zu der Entscheidung und haben sich dann gewundert, ups, was ist denn jetzt passiert? Weil sie es nicht wichtig genommen haben, weil sie dachten, naja, es geht schon immer alles irgendwie so ähnlich weiter. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas ganz Zentrales, dass man eben sagen muss und aktivieren muss, dass die Jungen, die ja eigentlich an die Demokratie glauben, ich fand Ihre Umfrage am Anfang sehr spannend, die eigentlich sagen, das ist was Gutes,
aber lernen, dass es nicht automatisch kommt, sondern dass man was tun muss. Aber wo genau sind nochmal diese Räume? Auch Herr Müntefering, Sie sagten eben, es ist auch eine Gesellschaftsform, eine Lebensform, und dann sprachen Sie die Vereine vor Ort an. Die Realität ist ja so, dass viele Vereine gerade nach Corona sehr stark kämpfen. Ehrenamt geht zurück, Kirchen müssen schließen schon seit Jahren. Das sind ja alles so Orte, wo es möglicherweise Austausch auch zwischen verschiedensten Bevölkerungsgruppen gab. Bei Veranstaltungen, aber auch einfach mal zufällig. Auch die Eckkneipen machen zu, also dass man nach der Arbeit dann da noch ein Bierchen trinkt und wie es im Ruhrgebiet immer so hieß, der Vorstandsvorsitzende neben dem Arbeiter saß. Das war wahrscheinlich immer schon ein bisschen romantisiert, aber so in etwa. Das scheint nicht mehr so zu sein. Oder Frau Schausten, vielleicht mal gefragt, welche Sendungen sind es denn, wo wirklich, Sie sehen ja die Media-Analysen, die gesamte Bandbreite der Gesellschaft dann auch zuschaut. Also wo finden wir denn diese Räume, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann oder dann eben auch Erklärungen für eine große Gruppe stattfinden können? Ja, man muss diese Räume, die muss man selbst machen, die muss man selbst ausfüllen. Da kann man natürlich den Bundeskanzler angucken oder die Fraktionsvorsitzenden angucken oder die großen Parteien angucken. Aber da gilt nun das, was ich eben gesagt habe, zu den drei Gliederungen Staat und Gesellschaft und die Menschen selbst. Demokratie gibt es nicht umsonst. Das ist ganz klar. Da muss man, und was Sie zu den Kneipen sagen, das ist ja, das kenne ich aus dem Sauerland, da gibt es kleine Dörfer, da gibt es keine Kneipen mehr. So, da gibt es den Stammtisch nicht mehr, über den wir uns immer lustig gemacht haben. Da war aber nicht nur lustig, der war auch wichtig. Die Leute haben sich da getroffen und haben miteinander gesprochen. Ich war in Witten in einem Pflegeheim oder Seniorenheim und wollte denen was erzählen, wie das eigentlich früher so gewesen ist. Und da kamen wir auf 1945, 46 zu sprechen. Und plötzlich legten die alle ihre Kuchengabeln hin und guckten, setzten sich aufrecht und fingen an zu reden. Was ich sagen will, wir, die Jüngeren, ich bin ja schon bei den Älteren dabei, die Jüngeren müssen auch mit den Alten darüber sprechen, auch über das, was gewesen ist, was deren Gegenwart angeht. Meine Gegenwart beginnt 1940. Und alles, was danach passierte, habe ich irgendwie erlebt. So mit 3,5 bis 4 hat man die ersten Rückerinnerungen, die man hat. Dann sorgt die Gesellschaft eigentlich dafür, dass wir die Alten mitnehmen und sorgt sie auch dafür, dass wir die Möglichkeiten der Information nutzen. Zu politischen Parteien gehen, auch wenn es mal nur zum Schnüffeln ist. Also mal gucken, wie es eigentlich bei euch läuft. Den Parteien muss man sagen, wie ladet ihr eigentlich ein, die Menschen? Das ist klar, aber da stoße ich auf ein Problem, das mir meine Leute dann auch immer wieder erzählen. Früher war das so, da kamen die in den Ortsverein rein, die wollten wissen, was in der Politik eigentlich los ist. Heute kommen die, legen das Handy dahin und sagen, ich weiß, wie das ist. Und dann sagen die, woher weißt du das? Ja, das hat da und da gestanden, das hat da und da gestanden. Und da triffst du auf das Phänomen, was eben schon vorkam. Alle haben eine Meinung, aber keiner hat Ahnung. Und das ist an vielen Stellen das Problem. Man muss urteilsfähig sein, wenn man sich in der Demokratie bewegen will. Da muss man auch ein bisschen was für tun. Da muss man was lesen und da muss man sich unterhalten und da muss man die Argumente nochmal wägen, die da gebracht werden, ob die gut sind oder ob man es besser machen kann, und muss man hingehen. Ich will für mich nochmal erzählen, ich war 25, als ich noch keine Partei gesehen hatte. Ich habe meinen Vater gefragt, 1953 war die zweite Adenauerwahl. Sag mal, Papa, was ist das Wichtige an Demokratie? Dann hat er gesagt, 2 Sachen. Erstens, genießen eine Partei. Das ist schief gegangen. Genießen eine Partei und nie wieder deutsche Stiefel im Ausland. Die beiden Sachen fand ich gut, bis ich merkte, woran es eigentlich hing. Erstens die Sache mit der Partei. Da gab es das schöne alte Arbeiterlied, die Gedanken sind frei, haben wir immer gesungen, und es war ein sehr schönes Lied. Bis ich kapiert habe, das reicht nicht. Der Gedanke, der freie Gedanke reicht nicht. Der verändert nichts. Du musst was tun. Du musst was tun. Und das Problem dabei ist, das muss man jedem klipp und klar sagen, du kannst nicht nicht handeln. Das Argument, ich war nicht dabei, als es passiert ist, gilt nicht. Nicht handeln ist etwas zulassen. Und deshalb muss man handeln.
Man muss in die Parteien gehen oder man muss zum Wählen gehen oder man muss mit Menschen sprechen oder man muss gescheite Zeitungen und Öffentlich-Rechtliches gucken und sich damit auseinandersetzen. Nicht nach dem Motto, ich tue ja keinen weh, also bin ich gerechtfertigt, ist man nicht. Sondern das ist man erst mit dem, was man selbst etwas tut. Und das darf Politik auch keinem Menschen ersparen. Jeder muss sich für seinen Teil darum bemühen, dass das Ding auch wirklich gelingt. Es gibt wirklich genug zu tun. Und deshalb da reingehen und den anderen Menschen helfen und für sich selbst auch Honig daraus saugen. Diese Aktivität in der Gesellschaft, in Gruppen, in Vereinen, in Verbänden, Organisationen, ist immer auch für einen selbst gut. Es stabilisiert einen auch und das ist auch ein Stück Lebensfreude, was man damit verbinden kann. Also Demokratie kann sogar Spaß machen, wenn man es gescheit macht. Absolut, so würde ich der sagen, Trend ja. ist natürlich nur ein anderer. Ne? Ja. Der Trend ist, dass die Leute aus der Kirche austreten, dass die Gewerkschaften verlieren, dass die Parteien verlieren, dass die Vereine verlieren. Und damit müssen wir uns ja auseinandersetzen. Diesen Appell, der ist absolut richtig und dem würde ich mich jederzeit anschließen. Vielleicht beginnt gerade ein bisschen was Neues. Wir haben ja gesehen, dass die Demonstrationen jetzt wirklich auch einmal durch die ganze Republik ging, an kleinen Orten, an großen Orten, mal waren es 20.000, mal waren es 70.000, mal waren es 300 in Pirna. Aber das heißt was für Pirna. Und im Grunde, ich werde auch jetzt im Moment häufig zu diesem Thema eingeladen. Also es tut sich doch irgendwo. Überall haben die Leute das Gefühl, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen drüber sprechen. Und das sind ja alles gute Anzeichen, finde ich. Alle überlegen sich, wir haben vorhin mit dem Landtagspräsidenten gesprochen, wie man politische Bildung verbessert, wie man in Schulen geht. Sie tun das, wir tun das als Öffentlich-Rechtliche. Wir legen gerade ein neues Programm nochmal auf, was wir ZDF Goes Schule nennen. Also dass wir im Grunde ein Stück Medienschulung, Demokratieschulung ist es im Grunde mit unseren Erfahrungen weiter versuchen zu geben. Und das nehme ich schon wahr. Bis hin, dass natürlich auch die Demonstrationen erstmal ein Ausdruck auch der Stärke der Demokratie sind, finde ich. Ob es so viel bewirkt, also die Erwartung mancher, dass dadurch die AfD sofort mal 5 Punkte runtergeht, ist jetzt bisher mal nicht eingetreten. Aber macht ja erstmal nichts. Wichtig ist doch, dass man auch ein gewisses Gemeinschaftserlebnis, das ist, glaube ich, das, wovon Herr Müntefering auch sprach, man muss auch erleben, dass man nicht alleine ist, sondern dass man in Gemeinschaft was machen kann und da sehe ich schon auch positive Ansätze. Herr Müntefering sagte gerade auch, man muss sich eben bemühen, dass das Ding gelingt. Ja, das war eine sehr schöne Zusammenfassung, aber was machen wir mit denjenigen, die das Gefühl haben, nö, muss ich nicht, warum soll ich mich bemühen? Mir wird doch eh nichts gegeben. Es gibt ja nun einfach ein paar Menschen, die auch wählen aus Protest mittlerweile, nicht aus Überzeugung. So, wo erreichen wir diese Menschen? Und wie? Ja, aber was Sie gerade sagen, ist ja richtig. Es gibt einige wenige, haben Sie gesagt. Das war sicher nicht so gemeint, aber es gibt auch sogar ein paar mehr dabei. Das ist richtig. Wir werden nie alle erreichen damit und zusammenholen, aber wir sind genug. Wir sind die Mehrheit. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will Demokratie und will auch, dass sie gelingt und wollen eigentlich auch ein Stück dazu beitragen. Man muss nur anbieten, wo kann man das tun? Man muss sich selbst ein bisschen bewegen und man muss einfach verstehen, dass wir in einer Zeit leben, in der sich da was fundamental verändert und dass man sich darauf einstellen muss, mit diesen neuen Entwicklungen, die wir da haben, umzugehen. Und da werden wir auch an schwierigen Themen wie der Frage der Zuwanderung und wie gehen wir mit den Menschen um, werden wir nicht vorbeikommen. Da muss man, den Fragen muss man sich stellen. Da muss man, denn die demografische Entwicklung auf der Welt ist eben so, dass wir unweigerlich auf eine Sache zulaufen, die für uns wichtig ist und auch schwerwiegend ist. Als ich zu Schule ging, habe ich 1950 habe ich gelernt, es gibt 1,5 Milliarden Menschen. Karl der Große ist 800
im Jahr 800 gestorben oder ja, glaube ich, gestorben. Kaiser geworden. Und, oder Kaiser geworden. Ja. Und es gibt 1,5 Milliarden. Das mussten wir auswendig lernen, das konnte man alle. Wir sind aber nicht 1,5 Milliarden, sondern 8,5. Und wir werden im Jahr 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen sein. Und die Frage, die sich stellt in der Welt insgesamt, kann eigentlich diese Welt 10 Milliarden Menschen ernähren? Ja, kann sie, wenn man damit vernünftig umgeht. Das ist die Herausforderung, in der wir stecken. Klar ist aber an der Stelle auch, bei den Veränderungen, die sich da abspielen auf der Welt insgesamt, bei der Globalisierungsentwicklung, die wir haben, die sich in der Frage von Tempo und von Technik und von Umwelt auf jeden Fall darstellt, in dieser ganzen offenen Welt, die sich so verändert und die zunimmt an Menschen, da werden nationale Staaten, die sich auf sich selbst beziehen und die sich selbst einschnüren, nicht bestehen können. Der Nationalstaat, der an seine eigenen Interessen nur denkt, und das ist das Gefährliche bei so Leuten wie bei Trump, die wollen ihre staatlichen Interessen. Das hat zwar für die staatlichen vielleicht ein bisschen sogar Sympathiequalität, aber im Grunde führt das dazu, dass das Ganze in die falsche Richtung läuft. Wir müssen wissen, dass der eingeschnürte Staat, die Nation, die nur auf sich selbst achtet, dass die der Situation der Objektivierung der Probleme und der Globalisierung aller Themen nicht entspricht. Kommen wir mal auf meinen Vater zurück. Diese Erzählung, keine deutschen Stiefel mehr im Ausland. Finde ich gut, fand ich gut. Aber dahinter steckte, wenn in Ruanda 100.000 Menschen verhungerten, sagte er, das ist ganz schlimm, dass der Herrgott das zulässt. Aber das ist nicht unsere Sache, da können wir nichts machen. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Wir sind mitverantwortlich für das, was auf der Welt insgesamt passiert. Und das heißt auch, wir dürfen kein Staat sein, der sich abschließt und sagen, Schluss an der Stelle und aus, sondern wir müssen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich weiß schon, dass das Grenzen hat und weiß, dass man sich streiten muss. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen, dass die Demokratie bei uns und anderswo gelingen kann, dass sich keiner abgehängt fühlt dabei und elendig draufgehen muss. Aber das ist die Situation, in der die Welt insgesamt steckt und wo die Demokratie sich bewähren muss. Bei dem Thema haben Sie ja dann, ich würde gerne noch mal dieses Wort Kompromiss wieder mit in die Debatte nehmen, haben Sie ja dann gelernt, dass es eben Kompromisse geben muss zwischen dem, was man gerne hätte und was vielleicht auch als Ideal da ist, keine deutschen Stiefel im Ausland, und dem, was aber eben die Aktualität, die Realität auch braucht. Haben wir es ein bisschen verlernt, Kompromiss auch als was Gutes zu sehen? Ja, manchmal, wenn ich mir anhöre, wie man so darüber gesprochen, wie darüber gesprochen wird, auch in Koalitionen zusammensitzen, ob nun in Nordrhein-Westfalen oder auf Bundesebene wo auch, und dann ist ein Kompromiss, das klingt immer so, als nicht so gut. Aber da ich nur viel Erfahrung habe, will ich Ihnen hier mal ganz offen bekennen, manchmal sind die Kompromisse, die da rauskommen, besser als die Parteitagsbeschlüsse, die wir vorher gefasst haben. Sollte man mal zugeben. Jetzt ist es ja so, wenn wir in die Medien gucken, soziale Medien zum Beispiel, da wissen wir alle mittlerweile, man bewegt sich in so gewissen Blasen und dann scheint es ja Konsens zu sein, was man selbst so fühlt und denkt. Und auch da ist dann möglicherweise der Kompromiss das Schlechtere, weil ich möchte für meinen Konsens, für mein Ziel sehen. Sehen Sie diese Polarisierungen und dieses schwierigere Aufeinanderzugehen auch in Ihrer täglichen Arbeit bei Zuschriften oder Kommentaren von Zuschauern, Zuschauerinnen, aber möglicherweise auch in der Themenfindung, also wie geht man etwas an und was kommt dann beim Zuschauer, bei der Zuschauerin an? Also es hat so zwei Seiten. Das eine ist, dass natürlich das Urteil und dieses Recht haben wollen, die Rechthaberei, ist schon deutlich ausgeprägter, ist so auch meine Erfahrung. Vielleicht auch deshalb, weil man natürlich heutzutage für jede Meinung, die man hat, mühelos Bestätigung bekommt, im Netz zumal. So funktionieren Algorithmen, das weiß jeder. Wenn ich möglichst viel von einem konsumiere, kriege ich genau davon immer mehr. Und deshalb fühlen sich auch viele tatsächlich einfach im Recht. Und
die eigene Meinung wird nicht mehr in Frage gestellt. Also diese Haltung, ich höre einfach mal zu, weil vielleicht hat ja der andere recht. Vielleicht kommt ja bei einem Kompromiss am Ende was Besseres raus als der eigene Beschluss oder die eigene Überzeugung. Das ist schon zurückgedrängt und das ist auch Ergebnis der Digitalisierung. Und es hat teilweise eben auch Ausmaße gefunden, die auch wirklich bedenklich sind. Das will ich an der Stelle auch wirklich mal sagen. Beschimpfungen von Journalisten, zumal auch von öffentlich-rechtlichen Beschimpfungen als Lügenpresse, auf die Fresse heißt es dann. Das ist das, was Kollegen auch bei Demonstrationen erleben. Gewaltandrohungen, auch gerne sozusagen über Social Media. All das ist auch, gehört auch zum Alltag. Nicht nur für Journalisten, auch für Politiker. Gerade Kommunalpolitiker sind auch einer Welle oft ausgesetzt von Kritik, die man eigentlich Kritik gar nicht mehr bezeichnen kann, sondern die wirklich auch teilweise in Hass und Hetze enden. Also die Entwicklungen sind bedenklich und da muss man gegen angehen. Und ich glaube, da brauchen auch viele Ermutigung, auch in der Politik, das auf jeden Fall. So, und jetzt war Ihre Frage, Frau Leue, noch was. Das ist das eine. Das andere ist in der Tat, dass ich auch mal sagen will, wir Medien, und damit beschäftige ich mich viel, müssen auch überlegen, wie wir diese Herausforderung Demokratiestützung erfüllen. Es gab Anfang des Jahres eine sehr interessante Studie, wo es um die Vielfalt der Meinungen ging. Das ist ja auch so ein klassischer Vorwurf, zumal an Öffentlich-Rechtliche, verengter Meinungskorridor, es kommt nichts mehr. Deshalb gibt es auch keinen Streit mehr, es gibt immer nur eine Soße und wer anderer Meinung ist, kommt nicht mehr vor, all diese Vorwürfe. Und ich habe mich nicht nur seit ich dieses Amt habe, damit noch mal sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich glaube, man findet immer Beispiele dafür, aber auch viele dagegen. Und es gab jetzt eine Studie, die wir nicht selber in Auftrag gegeben hatten, also Universität Mainz mit einem berühmten Lehrstuhl hat eine Studie über diese Vielfalt gemacht und hat herausgefunden, dass insgesamt die Medien so einen leichten Mitte-Links-Shift haben, also dass sozusagen an der konservativeren Sichtweise ein bisschen was zu tun wäre. Nun war es zum Glück so, dass unsere Hauptnachrichtensendung heute da rausfiel und jetzt sozusagen eher für die Vielfalt insgesamt sorgte. Das war erstmal ein guter Befund für mich als Chefredakteurin des ZDF, dass ich dachte, na guck mal, das ist jetzt gar nicht so schlecht, kann man auch mal vorzeigen allen unseren Kritikern. Es gab aber einen Nebenbefund und der war wirklich, der hat mich nachdenklich gemacht. Und der Nebenbefund war, dass die Qualitätsmedien in diesem Land, also Fernsehen, aber auch Print, FAZ, Süddeutsche, andere, über die Politik und zwar über politische Themen wie politische Akteure überwiegend negativ berichten. Jetzt kann man sagen, ja klar, vierte Gewalt, wir müssen auch der Politik auf die Finger schauen und wir müssen überprüfen, wo wird was versprochen und nicht gehalten, wo wird getrickst und werden andere Ziele verfolgt. Also wo ist die Verantwortung, die muss man benennen, das ist alles richtig. Aber trotzdem, wenn das sozusagen nur noch Haltung ist, ich finde, dann haben wir da auch eine Problematik. Dann nämlich, wenn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Leserinnen und Leser das Gefühl haben, um Gottes Willen, die kriegt ja gar nichts mehr hin, die Politik. Die Probleme sind so groß, dass diese Politiker sie nicht lösen können. Und dann finde ich, kommen wir in eine schwierige Situation, dann kommt nämlich so ein gewisser Demokratieverdruss da rein und dann sagen, naja, die da oben kriegen es ja halt nicht hin. Dann braucht man vielleicht so einen starken Mann, der es dann durchsetzt. Also ich sehe da Zusammenhänge. Und das heißt jetzt nicht, um Gottes Willen, also jeder Politiker hier im Raum kann sich jetzt nicht beruhigen, das heißt jetzt nicht, dass wir über Fehler hinwegsehen dürften oder würden gar als kritische Medien. Aber ich finde, wir brauchen Antworten darauf. Und wir dürfen es jedenfalls nicht dabei stehen lassen und da also sozusagen bei der Kritik belassen.
Und deshalb ist zum Beispiel eine konkrete Schlussfolgerung oder Konsequenz daraus berichten, dass wir gesagt haben, wir müssen uns noch mehr um die Berichterstattung in der Sache kümmern. Oft ist politische Berichterstattung auch, wer streitet sich gerade wieder mit wem, wer gewinnt gegen wen, wie ist das taktische Spiel. Herr Müntefering kennt das, das sagt er doch nur, die Grünen sagen das doch nur, damit sie die FDP und so. Und wir haben gesagt, wir müssen noch tiefer sozusagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer befähigen, die Dinge auch zu begreifen und in der Sache weiterzuhelfen. Und am Ende natürlich der Politik auch die Frage zu stellen, so, kriegt es jetzt gewuppt oder nicht? Aber ich glaube, dass es da eine Verantwortung gibt, konstruktiver zu berichten und nicht nur kritisch. Ein gutes Beispiel war ja möglicherweise das Heizungsgesetz. Also das war ja ein so unverständliches Konstrukt zu Beginn und dann gab es sehr viele Ängste und dann gab es sehr viel Streit innerhalb der Parteien. Aber letztlich haben Medien dann ja versucht, es in der Sache mal klarzukriegen und Hintergründe klarzumachen. Das ist ja das, wie dann am Ende auch Politik oder das, was dabei rauskommt, nämlich neue Gesetze, erklärt werden müssen. Vielleicht gehen wir mal, Sie waren ja politisch von der Ortsebene bis zur Bundesebene aktiv. Gehen wir mal auf die kleinste Ebene, die, wo die Menschen ja auch Demokratie und Politik am ehesten spüren, nämlich in ihren Kommunen, in ihren Städten, Gemeinden, Ortschaften. Wenn da was nicht funktioniert, dann merken sie es sofort. Wäre da vielleicht ein Ausweg, Sie sagten ganz zu Beginn, Demokratie verändert sich ja auch mit den Zeiten, wäre vielleicht ein Ausweg auf dieser Ebene mehr direkte Demokratie zu wagen und dadurch die Menschen zu aktivieren und ihnen zu zeigen, auch du kannst mitmachen? Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge von Versuchen in Städten und Gemeinden. Ich sollte nicht so tun, als ob da keine, als ob sich jetzt niemand Gedanken drüber macht, als Anhörungen von Bürgern. Werden Menschen zusammengeholt aus bestimmten Stadtteilen, Ortsteilen, wo wichtige Entscheidungen zu treffen sind, zu sagen, sagt mal eure Meinung dazu, wie kann das eigentlich gehen und was habt ihr eigentlich für Empfinden dabei, was man da tun kann. Da sind schon manche gute Dinge in Bewegung, aber das ist ganz sicher eine wichtige Sache. Dazu gehört aber natürlich auch, dass die Parteien nicht weiter ausbluten, dass sie nicht dünner werden. Einer muss das ja organisieren. Die Stadt muss das machen oder das Land muss das machen und es muss dann auch natürlich in den Parteien welche geben, die aus den Räten heraus dann dabei sind und mithelfen, da zu eine breite Information an die Menschen heranzubringen. Ich glaube ja, dass man das offensiv angehen sollte und muss und auch da. Das funktioniert nur, wenn die Menschen mitmachen, wenn sie sozusagen hingehen und wenn sie sich auch die Arbeit machen, sich mal Gedanken darüber zu machen und nicht nur zu kritisieren, dass die da mal wieder alles nicht hinkriegen, sondern manchmal, wenn man sich darum bemüht, dann merkt man auch erst richtig, wie schwierig das ist, wirklich eine Entscheidung hinzubekommen. Aber das ist richtig, deshalb bin ich wieder bei kommunaler Ebene und bei den einzelnen Menschen hingehen, mitmachen. Was ein Risiko ist? Ist schon, wenn Parteien sozusagen in der Fläche, in der Kommune, auf dem platten Land, das erleben wir zumal eben in den ostdeutschen Bundesländern, wenn da sozusagen Räume gelassen werden, wenn da ein Vakuum geschieht. Das hat, ich glaube, das ist vielfach beschrieben, viele Doktorarbeiten darüber geschrieben. Die AfD hat das in Ostdeutschland sehr, sehr gut genutzt und ist in diese Lücken gegangen. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es keine Kneipe mehr gibt. Ne, da, wo eine gewisse Infrastruktur fehlt, wo sich auch viele dann zurückgezogen haben, wo auch die klassischen Parteien vielleicht nicht so viel investiert haben, da bleibt Raum für Familien, Feste, für Nachbarschaftshilfe, für Nachhilfeunterricht für Kinder. Und das ist im Grunde was, das hat die AfD stark besetzt. Und ich glaube, dass die Parteien da auch einfach eine Problematik haben, dadurch, dass sie eben auch, Herr Müntefering sagt, man muss mittun, dass sie aber da auch zurückgehende Mitgliederzahlen haben,
gibt es auch gar nicht mehr so ohne weiteres die Kapazitäten und vielleicht auch nicht mehr die Bereitschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was man sieht. Man muss Präsenz zeigen. Die Demokraten müssen da sein. Und ein Stück weit muss dann eben auch demokratische Politik und demokratische Regierungen zeigen, dass sie da sind. Ich will ein Beispiel sagen. Wir hatten eine Landtagswahl in Hessen. Ich wohne in Wiesbaden. Und in meinem kleinen Stadtteil stand in den, und das ist jetzt wirklich, wir reden jetzt nicht von plattem Land, in diesem kleinen Stadtteil stand jedes Wochenende die AfD. Mit einem großen Stand. Und am Anfang war die CDU da, die FDP da, die Grünen da, auch mal die AfD. Und die stand jedes Wochenende. Und am Ende war keiner mehr da, nur die AfD war noch da. Am vorletzten Wochenende noch ein kleiner Stand der FDP, den ich dann schon aus Mitleid auch noch einen Kuli abgenommen habe, weil ich so tapfer fand, dass sie da... Nein, weil ich so... Ich habe gesagt, gut, dass sie da sind. Die Demokraten müssen präsent sein. Aber da habe ich gespürt, da ist eine Lücke. Warum sind die anderen nicht hier? Und ich glaube, dafür kann man ganz viele Beispiele bringen. Das ist ganz wichtig. Räume überlassen ist das Stichwort. Genau. Und Herr Müntefering, müsste da nicht überparteilich der Staat wieder rein? Also es gab ja viele Jugendtreffs, gerade in diesen Ortschaften, die dann aber, da ist die Jugend ein bisschen auch abgewandert vielleicht, das hat sich nicht mehr gelohnt, aber es kostet eben auch Geld, weil man braucht ja dann die Menschen vor Ort, die den auch mit Leben befüllen. Und dann waren die Gelder eben nicht mehr da und die wurden geschlossen. Zusätzlich zu, wir hatten es ja eben, Kirchen und so weiter. Muss da nicht überparteilich der Staat wieder rein? Wenn das auch zusätzlich noch stattfinden kann, ist das natürlich gut. Aber wichtig ist schon, dass wir an der Stelle Gott die Verantwortung auch nicht gleich wieder wegnehmen, sondern sagen, ja, geht mal da gucken, mischt euch ein in die ganze Sache. Das ist ganz wichtig. Manche machen das, indem sie, ich kümmere mich nun sehr viel um die Älteren, dass sie Seniorenräte einsetzen, die die Politik in der Stadt begleiten und die auch im Sozialausschuss oder im Rat insgesamt mal vortragen können, ein- oder zweimal. Und ich habe viele solcher Veranstaltungen, wo dann klar wird, was eigentlich da Gegenstand der Sorgen der älteren Menschen ist, zum Beispiel die Frage, wie lange sind die Ampelschaltungen eigentlich, kannst du alle noch über die Straße heile kommen oder nicht mehr über die Straße heile kommen. So, das sind alle ganz lebenspraktische Sachen. Wo sind mitten in den Städten Toiletten, die zumutbar sind, damit ältere Menschen sich da überhaupt noch reintrauen in diese ganzen. Das sind alles ganz konkrete Dinge. Es gibt aber auch Städte, die haben junge Räte, also begleitend, nicht nur bei den Alten, sondern da gibt es auch dann eine Jugend, die da im Rat angeschlossen ist und die da auch mitreden kann. Sowas finde ich ausgesprochen gut und hilfreich, um da überhaupt eine Nähe zu der ganzen Sache zu kommen. Was Sie eben beschrieben haben, die AfD ist da, die anderen nicht, ist eines der großen Probleme. Wobei da eben dazu kommt, das hatten Sie aber auch schon gesagt eben, die Gewalttätigkeit, die an einigen Stellen da ist, ist für manche Kommunalpolitiker und deren Familien ein Grund zu sagen, nee, ich gehe da mal lieber doch nicht hin, ich mache doch nicht dahin. Und wenn sowas gesagt wird, das finde ich so ungeheuerlich, dass es da einige Punkte gibt, wo manche nicht mitmachen können, weil die Familie zu Hause sagt, Papa, lass das mal lieber sein. Man weiß ja nicht, was hier passiert. Du hast ja wohl gesehen, was da in da und da und was. So, da ist schon viel Gewalt im Gange und da ist dann Demokratie aber auch schon in Gefahr. Ich habe tatsächlich eine Reportage gehört aus dem Landtagswahlkampf jetzt in Thüringen, wo verschiedenste Kommunalpolitiker und Politikerinnen sich sozusagen schulen lassen, wie sie in brenzligen Situationen reagieren, wann sie flüchten müssen auch, um sich da, so weit es geht, irgendwie selbst zu sichern. Ja. Da haben wir dann tatsächlich aber schon ein Problem, was wir nicht mehr nur durch Appelle lösen können, sondern ja, da sind Räume vielleicht auch schon verloren gegangen und wie kriegen wir sie zurück für die Demokratie? Da, wo es um Gewalt geht oder da, wo es um aktive Behinderung geht von Menschen, die in der Demokratie mitmischen wollen und die werden von anderen daran gehindert, das zu tun oder gar gefährdet
oder das Haus wird verschmiert oder die Kinder kommen in Gefahr oder so. Das ist natürlich eine Sache, das kann man nicht irgendwie im Kompromiss lösen, sondern da muss man sagen, das kann nicht gehen und da muss auch durchgegriffen werden an der Stelle. Mit aller Deutlichkeit muss da durchgegriffen werden. Sobald Gewalt und derlei Dinge mit da reinkommen, da kann man nicht mehr sagen, das können wir noch mal versuchen zu heilen, sondern da muss man Klartext sprechen und auch Klartext tun, gar keine Frage. Und für die Politik ist das schon jetzt auch eine Herausforderung. Auch Landtagswahlkämpfe in diesem Jahr, das wird schon spannend werden. Das ist eine Herausforderung, weil vielen auch die unmittelbare Auseinandersetzung mit Populisten unangenehm ist. Die ist ja auch schwierig. Da zählen ja Argumente nicht, sondern da wird dir ja das Wort im Munde verdreht und werden Fake News benutzt, wie auch immer, wird mit Lügen gearbeitet oder es wird vor allem dann am Ende immer ein Mechanismus konstruiert, in dem der AfD-Vertreter auf jeden Fall ein Opfer ist und sozusagen unterdrückt wird. Also das hat bestimmte Mechanismen und das ist nicht leicht. Und ich weiß auch, und es gibt auch viele Beispiele, dass auch bei den Einladungen zu Talkshows Politiker mancher Parteien eben dann sagen, ach, mit denen will ich doch gar nicht, gehe ich gar nicht in den Clinch. Aber das ist, glaube ich, nötig. Das ist nötig. Und gleichzeitig muss man natürlich die Frage stellen, wertet man dann dadurch Populisten nicht auf, in denen man sozusagen auf Augenhöhe mit ihnen auch zu einer bestimmten Sendezeit im Fernsehen diskutiert. Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung und auch für Medien eine Gratwanderung. Also soll ich Antidemokraten, Rechtsextreme, darf ich die eigentlich einladen in öffentlich-rechtliche Sendungen oder eigentlich eher nicht? Also ich habe auch jetzt gemerkt zum Beispiel, dass es gab durchaus oft Hinweise darauf, ihr müsst euch mehr mit denen auseinandersetzen, ladet die doch stärker ein. Oder auch kritisch dann, ihr ladet die ja nicht ein, ihr grenzt die aus. So, jetzt im Zuge dieser gewissen Demokratiebelebung, sage ich mal, ne, als auch viele auf die Straße gingen, gab es plötzlich viel mehr Stimmen, die dann mir schrieben, wie könnt ihr den einladen, wie könnt ihr denen eine Plattform geben. Also in diesem Spannungsfeld sind wir auch unterwegs und halten uns da aber an unsere guten alten Regeln, die uns dann sagen, natürlich laden wir sie ein, auch in Vorwahlberichterstattungen und die entsprechenden Sendungen. Natürlich laden wir sie ein, aber wir müssen schon sehr genau gucken, wen wir einladen, wen wir dazu einladen und wie wir vor allem in der Sache gut und möglichst tief diskutieren und dann eben auch abfordern die Argumente, was könnt ihr denn besser? Und das ist, glaube ich, auch, um da den Kreis zu schließen, auch für Politiker der anderen Parteien ganz wichtig. Ich glaube, man muss vor Augen führen, was passiert, wenn die drankommen? Und was ist denn eigentlich, wenn wir nicht mehr Demokratie haben? Was ist denn dann? Ich finde immer so lustig, die Stimmen auf den Demonstrationen, wenn dann Leute sagen, ja, und man darf ja in diesem Land nichts mehr sagen. Und dann denke ich immer, jetzt stehst du da gerade und sagst es doch. So, also ich glaube, vor Augen zu führen, was wird aus unserem Land, wenn die rankommen? Was wird aus unserem Land, wenn wir nicht mehr Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit haben, etc.? Und das glaube ich, sind dann... Für manche öffnet das vielleicht Augen. Das sind ja tatsächlich Fragen, die sich doch in der Rückschau der vergangenen Jahrzehnte so erstmalig für uns stellen. Und sie sind nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn in den Landtagen, die in diesem Jahr wählen, könnte es so sein, dass eine Partei, die antidemokratische Ziele auch mitverfolgt, die Mehrheit zumindest, also die meisten Stimmen bekommt. Es hat in der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an immer auch rechtsextreme Organisationen gegeben, Parteien gegeben, die
auffällig geworden sind, sage ich mal ganz vorsichtig, die auch immer wieder verschwunden sind, die zum Teil ja auch verboten worden sind. Da zählt natürlich die KPD auch noch mit dazu, zu Anfang des Beginns der Demokratie. Das ist alles so gewesen und das wird auch immer wieder so sein. Aber die Frage ist jetzt, was ist die Auseinandersetzung jetzt? Und ich glaube, Sie haben das gerade gut beschrieben. Wir müssen darüber sprechen, aber wir dürfen das nicht machen, um denen und um damit auch den anderen Vorteile zu lassen, sondern wir müssen das machen, um demokratisch aufzuklären. Die Menschen müssen wissen, was eigentlich stattfindet da an der Stelle, zumindest die, die es wissen wollen. Und was die Frage angeht, wie objektiv können eigentlich Medien sein, in den Zeitungen bin ich immer froh, wenn es zu einigen Themen Pro und Contra gibt. Und da steht dann Name darunter. Da kann ich Ihnen im Zweifelsfall einen Brief schreiben. Das heißt, das ist das Signal, was die machen. Wir sind auch nicht der liebe Gott, wir wissen auch nicht alles. Also genau. Wir haben eine Einschätzung und der schätzt das so an und die schätzen das so ein und hier schreiben wir die Meinung und dann machen wir die Namen darunter und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Das ist auch die Lebenswirklichkeit und das ist auch gut, dass das so ist. Das muss man zeigen. Medien müssen nicht sagen, das ist es so, fertig, los und jetzt geht das, sondern man muss auch deutlich machen, dass da Fragezeichen sind und dass man an vieles Fragezeichen machen kann und trotzdem bemühen zu informieren. Das heißt allerdings auch, dass diejenigen, die das aufnehmen, das auch realisieren, dass sie auch Zeitung lesen oder Medien sich angucken, nicht nach dem Motto, die haben das gesagt, jetzt stimmt das, sondern dann auch mal prüfen, was sage ich denn eigentlich dazu? Was ist denn meine Lebenserfahrung? Wie kann das denn eigentlich gehen? Wie kann das eigentlich funktionieren? Sozusagen mitdenken und mitarbeiten dabei, das ist auch etwas, wo wir aus der Verpflichtung nicht rauskommen, dass wir den Menschen auch klipp und klar sagen müssen, die politischen Parteien sind wichtig dabei, aber sie können halt auch nicht alles von sich aus machen, wenn die Zahl immer weniger wird und die Zahl derer, die mitmachen, die dann noch zur Verfügung stehen, auch weniger wird. Das wirkt sich auch aus einer Qualität von Räten und an vielen anderen Stellen. Wer kandidiert eigentlich bei den Wahlen für wen, mit welcher Energie und wie viele Leute sagen sich eigentlich inzwischen, ne, ich will da lieber doch nichts mit zu tun haben, das soll der Staat mal sozusagen von oben machen. Muss er auch, darf nicht weglaufen davon, aber es betrifft uns irgendwo alle. Wenn man so aus der Sicht so nach vorne guckt, dann ist ja die Frage so, mit den unsicheren Zeiten. Trotzdem, ich selbst bin zuversichtlich dabei, dass wir genug Kraft haben, auch genug Menschen haben, die mitmachen dabei, dass wir es aber organisieren müssen, dass wir nicht länger warten dürfen darauf, sondern dass die nächsten, wie ich sag's nochmal, 2-3 Jahre, die Wahlen, die da stattfinden, die müssen ein Zeichen setzen. Jetzt sage ich mal, mir ist nicht egal, welche demokratischen Parteien gewinnen, aber dass wir müssen, wollen, dass die demokratischen Parteien gewinnen und dass sie anschließend dann auch Koalitionen machen und dafür sorgen, dass die Probleme des Landes gelöst sind. Das muss klar sein, daran darf kein Zweifel entstehen. Das ist wichtig. Und das wird sich jetzt ja bei den Wahlen in Ostdeutschland auch sehr stark stellen. Ja. Was für Mehrheiten sind noch zu bilden und müssen sich dann sozusagen die demokratischen Kräfte noch stärker zu tun, über Grenzen hinweg, die sie bisher nicht überwinden wollten. Wir sehen das gerade im hiesigen Nachbarland Niederlande, wo ein Wahlsieger jetzt nicht die Regierung anführen wird, weil es dann eben doch in dem Land zu große Proteste dagegen gab. Absolut. Aber es ist, Zuversicht teile ich, Herr Müntefering, weil es wäre ja auch, alles andere wäre ja Quatsch. Dann kann man ja auch aufgeben. Also Zuversicht ist da und man kann ja auch aus bestimmten Entwicklungen Zuversicht ziehen. Die Tatsache, dass die Polen zum Beispiel jetzt ja nun wieder anders gewählt haben, dass Brasilien auch Regierungen wieder abgewählt haben, die auf, sagen wir mal, auf autokratischen Wegen waren, sind ja gute Beispiele. Also Demokratie kann tatsächlich Kraft entwickeln und wird das auch. Manchmal muss erst eine Erfahrung passieren, damit es wieder anders wird. Das gehört dummerweise auch dazu. Und manchmal sogar zweimal, was jetzt mit Blick auf die USA irgendwie, glaube ich, keiner braucht. Aber das muss man dann auch wahrscheinlich jetzt nochmal durchleben. Ich finde, Europa ist echt ein ganz wichtiger Punkt, um dahin nochmal zurückzukommen. Und
Ich weiß nicht. Also sind Sie mit Olaf Scholz in Kontakt? Herr Müntefel? Wir versuchen ja immer, nicht sagen, parteipolitisch sagen zu ihm, werden. Sagen Sie es ja. Ihm. Also ich meine, ich finde, das geht nicht, dass Macron und Scholz sich sozusagen aus der Ferne, jetzt haben sie gerade mal wieder hingekriegt, sich irgendwie kurz zu treffen, aber das finde ich fatal. Das ist ein fatales Signal. Ja, es ist das Vorbild von dem, was Sie ja fordern. Jeder muss auch zeigen, dass er sozusagen vorangeht und miteinander spricht und ins Gespräch geht und Kompromisse sucht. Also ich habe ja lange genug in solchen Funktionen auch gearbeitet und ich habe es nicht besonders gern gesehen, wenn die Älteren mich angerufen haben oder einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, wie ich das jetzt machen soll. Und ich tue das auch nicht gerne bei denen, die heute die Verantwortung haben. Wer mich fragt, kriegt eine Antwort, eine klipp und klare Antwort. Aber ich fühle mich nicht berufen, jetzt sozusagen das bessere Programm für meine Partei zu machen oder auch andere Parteien dazu maßregeln. Das ist nicht meine Aufgabe. Ist allerdings gut und wichtig, dass ab und zu man mal gefragt wird und man auch sagen kann, was man eigentlich so weiß und was man vielleicht noch so einbringen könnte. Die Alten dürfen sich nicht zu früh beiseite stellen. Und da bin ich sehr der Meinung, dass wir den Mund aufmachen müssen. Nicht indem wir alles besser wissen und erklären, sondern indem wir wirklich mitmachen mit den Erfahrungen, die wir haben. Das wird schon eine große Hilfe sein, aber das muss sein. Ja. Und Herr Scholz mal Ihre Handynummer. Bitte? Also es gibt eine interessante Situation. Olaf Scholz und ich waren verabredet für den 24. Februar 22, hatten ein Gespräch angesetzt. Am Abend vorher riefen die an, das geht nicht in der Ukraine und in Russland ist was los. Er sagte, der Kölner trotzdem sprechen, das geht nicht mehr. Am anderen Morgen wusste ich, weshalb das nicht ging. Ich will nur sagen, was die Lebenspraxis ist dabei. Also nicht immer ist es so, dass man den richtigen Augenblick findet, um da miteinander über bestimmte Sachen zu reden. Aber es ist schon so, dass der eine oder andere sagt, sag mal, alte Schlachtross, wie siehst du das denn also aus? Oder irgendwie sowas mit Liebe. Und dann sage ich denen das auch mit Liebe, was ich eigentlich meine. Und dann sind wir wieder alle zufrieden. Also die Veranstaltung wird später auch im Internet abzurufen sein. Insofern könnte Ihr Appell vielleicht auch nicht verhallen, sondern dann weitergeteilt werden. Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal auf die Fragen aus dem Film gucken, die aus unterschiedlichsten Aspekten jetzt ja auch schon beantwortet wurden. Befindet sich unsere Demokratie aktuell in einer Ausnahmesituation oder ist dies Ihr Dauerzustand, den es schon immer gab? Herr Müntefering, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Demokratie flexibel genug, veränderungsfähig und wir brauchen die Menschen, die sie dann auch verändern? Zum Positiven. Ja. Also Probleme haben wir genug, haben wir ja auch drüber gesprochen, aber die Überschrift, die wir uns gesetzt haben dabei, klingt ein bisschen so, als ob das was Besonderes wäre jetzt. Das ist aber nicht, das ist eigentlich immer so. Das, was wir jetzt erleben, mal der Punkt, der besondere Schwierigkeiten macht und die Politik läuft immer ganz anders. Dann konkret ab, als man sich das vorgestellt hat. Ich habe keine Legislaturperiode erlebt, die so gelaufen ist, wie man sich das gedacht hat. Und wenn ich das mal so sagen darf, zu dieser Koalition jetzt, die wir da haben, das Problem dabei ist halt, dass man gedacht hat, man kann eine Legislaturperiode hinlegen, so wie man sich das vorstellt. Als wir die erste Koalition machten, als SPD mit den Grünen 1998, war der Koalitionsvertrag, glaube ich, 48 Seiten. Und heute ist der Koalitionsvertrag dieser Koalition etwa 10-mal so dick, 450 Seiten oder was. Das heißt, die Politik ist in die Gefahr gekommen und das hat sich immer weiter gesteigert, das war auch unter Merkel-Zeiten schon so, zu Beginn der Legislaturperiode aufzuschreiben, wie man sich das alles so vorstellt. Und dann schreibt jeder da rein, was er sich wünscht und dann sind alle zufrieden, dann geht's los und dann merkt man, wenn man ein Gesetz rausmachen will, geht so überhaupt nicht. Alles ein bisschen anders, als man sich das eigentlich so gedacht hat. So. Und deshalb empfehle ich, sich doch nochmal zu erinnern an die erste Koalition von Willy Brandt mit Walter Scheel.
Das war 1972. Da hatte Willy die zweitmeisten Stimmen und zusammen mit der FDP, er ging mit Walter Scheel und zwei Flaschen Wein, gingen die in die Landesvertretung Nordrhein-Westfalen und nach ein paar Stunden haben sie sich gemeldet und gesagt, wir machen eine Koalition. Und am anderen Morgen haben die das auch beschlossen und dann lief das auch so und dann haben die das auch vorbereitet und drei Wochen nach dieser Wahl wurde der Willy Brandt dann zum Bundeskanzler gewählt. So, und das ging alles sehr schnell und ich war noch nicht dabei im Bundestag, aber die Alten erzählten mir das immer und das war so einer der sagenhaften Augenblicke. In der Woche vor der Kanzlerwahl, noch 2,5 Wochen nach der Bundestagswahl, saß man bei der SPD in der Fraktion und sagte, wir wollen jetzt die Koalition mit der FDP machen. Ja, ja, dann hat sich einer gemeldet, hat gesagt, wenn aber jetzt die FDP nicht das macht, was sie versprochen hat, wenn ihr nichts aufgeschrieben habt, wenn ihr jetzt nicht das machen, steht Willy Brandt auf und sagt, der Walter Scheel hat mir in die Hand versprochen, dass wir fair miteinander arbeiten. Beifall, Koalition gebildet. Was ich sagen will, wenn man kein Vertrauen hat zueinander, ein bestimmtes Maß von gutem Willen der Zusammenarbeit und sich verpflichtet, wir machen jetzt miteinander, wir halten zusammen, wir machen das Beste daraus. Sondern wenn jeder bei jedem Gesetz versucht, den anderen reinzulegen, wird das eine hochriskante Sache. Und deshalb sage ich, Leute, vertraut euch doch dabei. Geht mal aufeinander zu, das ist das Wichtigste, was man denen überhaupt nur empfehlen kann. Ich glaube, man muss der derzeitigen Regierung sogar zugute schreiben, dass sie das am Anfang versucht hat. Das waren nicht die zwei Flaschen Wein, aber das war das Selfie. Sie erinnern sich. Ne? Wir haben, glaube ich, schon vertrauensbildende Arbeit gemacht nach der letzten Bundestagswahl, weil sie natürlich wussten, da sind jetzt drei Partner, das könnte schwierig und insbesondere bei Zweien sehr schwierig werden. So, und dann kamen ganz andere Herausforderungen. Es kam der Angriff Russlands auf die Ukraine und das ist genau das, da haben Sie recht damit, man kann es sich nicht so hinlegen und dann kommt es doch ganz anders. Da fehlen plötzlich 2 Milliarden. Ja, und dann bis also dahin. Keine Ausnahmesituation, sondern also, Dauerzustand. Das ist Dauerzustand und jetzt zeigt sich natürlich einfach nach mehreren Wahlen, die wir nun inzwischen auch schon wieder hatten, müssen alle schon wieder an die nächste Bundestagswahl denken und dann wird es schwieriger. Aber das muss ich am Ende noch erzählen, Herr Müntefering, das wissen Sie auch noch. Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2005 und Sie haben Neuwahlen ausgerufen. Vorzeitige, Sie erinnern sich. Und also von daher galt da auch schon das. Man kann sich es nicht so hinlegen, wie es dann nachher kommt. Und da hat er uns im ZDF kalt erwischt. Weil wir hatten just in dem Moment, als Sie die Mitteilung machten, einen Tonaussetzer. War ich nicht. Sie waren sich, es war wie so oft beim Fernsehen der Ton. Ja. Und ich war auf Sendung und dachte, irgendwas muss sein, aber ich habe es nicht gehört. Dann habe ich beim Redakteur eine kurze Redepause, wo jemand, mein Kollege redet, dann habe ich meinen Redakteur im Ohr, da ist irgendwas, der Müntefering hat, was hat er gesagt? Und es hat dann ganz schlimme 20 Sekunden, länger war es glaube ich gar nicht, gedauert, bis dann zuerst mein Kollege rückmeldete, wir haben keinen Ton und dann irgendwo sich dann die Meldung rumsprach. Aber das ist zum Thema, es kommt anders, als man denkt. Wenn ich das gewusst hätte, ich noch ein bisschen gewartet. Es tut mir leid. Nein, Sie haben sich diebisch gefreut, dass Sie damit die Medien total überrascht hatten, das weiß ich noch. Sie haben sich diebisch gefreut, weil damit hatte keiner gerechnet. Ja, die permanente Veränderung ist der Demokratie immanent quasi und sie kann das auch, ob jetzt mit Regierungswechseln oder eben ja, in unsicheren Zeiten. Das nehme ich da raus. Stresstest, sagten Sie, aber ja, ich hörte auch viel Optimismus, dass dieser Stresstest bestanden werden kann. Also ich gucke immer auf die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und sagt, diese müssen besser ausgehen für uns und für Deutschland. Das ist ganz wichtig. Und man muss sich immer erinnern, dass in den 1920er Jahren in Deutschland die Situation auch ganz schwierig war.
und dass es dabei Wahlen gab und dass die Nazis nie eine Mehrheit gewonnen haben. Nie. Aber dann haben ihnen welche den Hitler aufs Pferd geholfen und haben gesagt, so, wir haben den im Griff. Und dann kam am 23.03.1933 das Ermächtigungsgesetz und die Diktatur war da. Das heißt, der Weg von einer Demokratie zu hochriskanten anderen Systemen kann von Menschen, die da ohne Skrupel sind, schnell gegangen werden. Schnell gegangen werden. Als der Bundestag damals zusammentrat, dabei war schon der Göring oben, saß da schon oben und unten liefen schon die Soldaten rum in brauner Uniform. Und aus der SPD-Fraktion weiß ich, das sind aber wirklich auch bewiesene Dinge, wo die vorher da berichtet haben, wollen wir jetzt in dem Parlament, das da tagt, wollen wir zustimmen zum Ermächtigungsgesetz, ja oder nein? Und da waren es die Frauen. Die Frauen, die gesagt haben, nie und nimmer. Nie und nimmer. Und das war eine ganz große, wichtige Entscheidung, wo man dann im Nachhinein sagt, gut, dass das alles so gelaufen ist. Aber ich will darauf aufmerksam machen, damals leichtfertig, auch lass die mal ruhig, irgendwie kriegen wir die schon, die können das ja nicht. Aber wenn sie einmal an den Hebeln sind, dann kann man Demokratie leicht aushebeln. Und ich bin ganz, ganz interessiert daran und hoffe, dass die dafür zuständig sind bei uns im Land, darauf achten, dass unsere Demokratie an der Stelle bei der Gerichtsbarkeit nicht ausmanövriert werden kann. Wo immer das Verhängnis unterwegs ist, die antidemokratischen Bewegungen unterschiedlichster Art, das ist nicht nur eine Frage von AfD, auch von anderen, versuchen die immer, die Gerichtsbarkeit in ihren Griff zu bekommen. Das ist der erste Weg, von wo aus dann die Dinge verändert werden und dann geht das plötzlich ganz schnell, wie man das andere auch machen kann. Und das müssen wir einfach verhindern. Da müssen sich aber alle demokratischen Parteien, ich habe es eben alle aufgezählt, müssen sich alle einig sein, wir mit uns nicht, mit uns machen wir das nicht. Wir sorgen dafür, dass die Demokratie bei uns gesichert bleibt und wir haken uns unter, damit wir das auch erreichen können. Dazu bin ich jedenfalls auch bereit und ich bin ganz sicher bei vielen Leuten, die ich kenne aus den Parteien, das ist in gleicher Weise auch so. Das ist ganz selbstverständlich, dass die demokratischen Kräfte sich gegenseitig unterstützen müssen jetzt. Mit diesen Gedanken und diesem Applaus entlasse ich Sie in weitere Debatten, denn Sie, die Sie schon einmal hier waren, wissen das. Wir kommen danach ja auch noch zusammen, um eben dieses Gespräch dann fortzuführen. Anders bei Getränken und Speisen, auf Augenhöhe auch mit den Diskutanten, Diskutantinnen hier. Und vielleicht das noch zum Schluss auch gesagt. Wir haben sehr schön in den vergangenen Jahren steigende Anmeldezahlen für diese Veranstaltung gehabt und sagen Sie es gerne weiter, denn das ist ja auch ein Raum, in dem so etwas diskutiert werden kann und Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen miteinander zusammenkommen können. Ach so.